Willkommen zurück zu Wie hätte ich die Arena der Top 4 und den Jump gemacht? Heute mit Pokémon Gold und Silver. Ich habe eigentlich kein Problem gemacht. Und zwar. Sagt euch. Gut, jetzt kann ich. Ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar, um Pokémon Heart Gold und Soul Silver habe ich die Arena zu Top 4 und die Jump aufgeschrieben. Und nicht von Pokémon Gold und Silver, aber mit den Pokémon von Gold und Silver gearbeitet. Darum genießt das. Okay, fangen wir jetzt mit Arenaleiter Falk an. Falk hat ein Taubi und Tauboga. Und dass er sich ändert, ist, dass Taubi zu einem Hut, ein Yoto-Pokémon. Danach kommt Kai mit Sichlor, Safkon und Kukuna. Dort habe ich das Sichlor nur gelassen und Safkon und Kukuna weg. Und macht Meppo und Ibor. Bianca. Jetzt kommen wir zu Bianca. Sie hat Bibi und Milton. Gut, ich habe ein Pokémon dafür gemacht. Torkelstick. Weil Kai hat drei Pokémon. Bianca wieder zwei. Bianca hat drei Sekunden. Jens hat ein Nebulak Alpollo Gengar. Das habe ich auch so belassen. Es gibt keine anderen Geist-Pokémon wie in der ersten Generation. Hat ein Rassaf und Quappo. Zwei Pokémon. Ist der fünfte Arenaleiter. Und Jens hat vier. Nee, ich habe zwei Pokémon dazu gemacht. Ein Skarnborn und ein Mashok. Habe ich hinzugefügt. Weil Skarnborn ist ein sehr starkes Kampf Pokémon und Mashok ist ein, naja, jemand anderes hat die Lebensentwicklung, darum muss ich Mashok. Jasmin hat einen Magnetilo Stalos. Einfach beide Magnetilos dann ausgetauscht gegen ein Magneton, Charon und Panzeron. Ja, also Magneton, das ist mindestens was von dem Plan. Weil Magnetzone, wie ich weiß, existiert hier noch nicht. Darum Magneton. Charon, Käfer Stahl, Pokémon, Panzeron, Flugstahl. Kommen wir auch machen. Also, warum wird man denn nicht? Warum nur drei Pokémon? Vier darin halt hat. Vier. Und dann der fünfte soll nur zwei haben. Ach, warum? Hat die gefühlt? Machen wir ja. Mit Jubob, Jugon, Heifel. Habe ich jetzt Jubob rausgeschmissen gegen Jugon. Den habe ich noch. Also, ich habe das. Sagen wir so, ich habe Jubob rausgeschmissen gegen Austausch und Rotogel. Ja. So. Ein Jubob, Jugon, da brauchst du Jugon. Euer Pokémon.
Kosos ist auch ein Wasser-Eis-Pokémon, daher auch ein Feuer-Pokémon. Grugel, ja, das ist ein Eis-Pokémon, Eis. Eis-Pokémon ist lässiger. Dann aus. Dann kommt die Sandra. Mit sie hat ein Garados Dragonir. Sie hat ein Garados Dragonir Vitakiri. Ich hab das Team auch so gelassen. Es gibt ja nur zwei. Sozusagen drei Dragonir. Dragini Dragoni. Dragoran. Da kann man auch nur das machen. Und jetzt kommen wir zu der Top 4. Fangen wir an. Billy. Billy hat ein Satu, Rosanna, Kokobai, Lamus, Satu. Ich habe das erste Satu rausgeschmissen in Rosanna. Bei 2. Nochmal. 2 Status raus auch nicht. Dann geht's weiter mit Koga. Mit einem Ariados, Frostelga, Slimog, X-Bart, Omord. Ich habe alles so gelassen. Weil, was soll man das noch groß an sich verändern? Ein Tentakter? Nein. Garantiert nicht. Wudu hat ein Capoeira, Nokshan, Kikli, Onix, Machmai. Ebenfalls, du lass mal Skarmborn ist ja weg. Darum. Und ja, Hartwig hat ein Maschok bekommen bei Bruno ein Machmai. Dann geht weiter mit Melanie. Sie hat ein Nachtara, Gengar, Kramburks, Giflor und Hundemon. Dort habe ich das Gengar rausgeschmissen. Gegen das Portal. Und den Rest habe ich stehen lassen. Wird ja eigentlich ganz gut sehen. Ein Gengar ist ein Geist-Pokémon und kein Unlicht. Dann kommen wir zu Champ Siegfried. Er hat ein Gyarados, ein Dragoran, Glurak, Dragoran, Aradaktyr, Dragoran. Hier würde ich das sogar lassen als Team. Weil, come on, es gibt wirklich nur 3 Dragon-Pokémon. Und dafür ist doch ganz in Ordnung. Solide. Die hätten 6 Dragorans einfach reinbekommen. Aber das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, falls ihr liked und kommentiert. Bis zum nächsten Mal. Bis zur dritten Generation. Ciao.